Dallas Rebellion zu Füßen staubt wird. So, und damit herzlich willkommen zurück. Du hast eh einige. Oder? Stärke sei mit dir. Horizon Forbidden West. Mögen deine Feinde. Ja, allen war klar. Gut. Aber eine Maschine ist doch Bomben. Wollen wir mal weitermachen. Du hast dich letztlich im Kampf bewiesen. Das war nicht der Tag. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier nochmal Alva finden. Das war halt irgendwie interessant. Dass wir A, Alva finden müssen und B ist dann halt auch, also beziehungsweise, dass sie sagt, nur wenn es nicht anders ergeht. Und es halt, ja, passiert, ne? Aber auch direkt danach, boah, ich glaube, das wird die letzte Aufnahme für heute. Nicht auf diese Insel? Ich kann mich halt nur vage verstecken. Das gleiche Outfit an wie eben. Ich habe nur diesen Look angewendet. Frost bringt mich hier nicht weiter. Wieso hat er mich gesehen? Ist hier nur Rotbrennen. Keine Lust, mich mit dem anzulegen. Jetzt kann ich kurz entspannen. Bist du dir da sicher? Sollte aber eigentlich machbar sein. Dem gut ab. Frage ist nur, würde dem ein Doppelschuss mehr abziehen? Das Gute ist, ich kann mich jetzt hier entspannen. Weil er nämlich nur in diesem Gebüsch sucht. Bin ich nämlich dann außerhalb der. Die Schnappmaulüberbrückung ist beschädigt. Aber mit mehr Teilen kriege ich das wieder hin. Nee, das war nix. Thank you.
Autsch. Keine Ahnung, wo das Vieh jetzt hin verschwunden ist. Aber ist okay. Sind nicht am Rennen? Weiß man nicht, warum der nicht mehr am Brennen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er ins Wasser gegangen ist. Was ja auch Sinn macht. Das Problem ist nur, okay, das hätte man sich ein bisschen sparen können. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Naja, auf jeden Fall fand ich es halt ein bisschen komisch. Oder finde ich es ein bisschen komisch, dass wenn die brennen ins Wasser gehen, ist alles okay. Aber weh, ich brenne. Und bin dann in der Pfütze und roll mich rum. Das hilft natürlich nicht. Ist auch so blöd manchmal. Ja, mit dem Spiel haben sie sich leistungstechnisch in meinen Augen keinen Gefallen getan. Also grafisch ja. Und Größe, aber das war es auch schon. Gut. Machen wir uns mal unterwegs hin zu Alva. Säure-Dornrücken-Areal, na super. Ich hätte auch einfach durchreiten können, da wäre ich wesentlich schneller gewesen als durchrennen. Aber ist okay. Ich muss aber sagen, Ghost of Tsushima selbst gefällt mir persönlich besser. Vielleicht liegt es auch am Setting, obwohl das Setting ja auch an sich super ist. Tropen, alles wunderschön. Aber irgendwie, also ich spiele ja beide Spiele jetzt parallel. Was vielleicht auch ein Fehler ist, solche großen Spiele halt parallel zu zocken. Okay, Zeit übers Wasser zu fahren und Landfall zu suchen. Und Alva. Alles klar. Nee, normalerweise juckt es mich ja echt in den Fingern. Niemand hier. Bei Suchen. Seltsam. Tja. Nichts hindert mich daran, ein Boot zu nehmen.
Normalerweise juckt es mich aber bei diesen Viechern ja eigentlich echt in den Fingern hier. Da hinten. Aber ich sag ganz ehrlich. Nicht so. Und wir können es halt auch nicht mehr. Ich persönlich kann es halt auch nicht mehr, nicht mal wirklich. Ne. Kann ich halt nicht mehr. Kann halt nicht den Schaden oder so erhöhen. Dementsprechend, ja. Das Spiel wollte die Maschinenkämpfer scheißer machen und ekelhafter. Auch für Leute, die nur genießen wollen wie mich. Und das hat's geschafft. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken im Haus. Ich muss echt nochmal Getränke einkaufen. Und ich brauche einen Controller mit Turbo-Funktion für die Switch. Kann ich nämlich ein bisschen AFK Geld farmen. Oder ich will es mal probieren. Und schon wieder eine Cutscene. Interessant, dass wir genau dort anlegen müssen. Auf dieser Seite bewacht auch niemand die Fähre. Wo sind die Quen? Im Landfall vermutlich. Dann mal auf die Suche. Es sollte im Nordosten sein. Im Nordosten. Na dann. Das hatte ich bei großen Spielen eigentlich noch nie, dass ich ständig auf die Zeit drauf achte, in der Hoffnung, endlich den Part fertig machen zu können. Weil ich es eigentlich immer anders da hatte. Echt? Frag mich warum. Ich meine, der brennt ja schon. Ich habe noch nicht mal getroffen. Wie dumm ist das denn? Mit was schieße ich denn für Pfeile? Aber Hauptsache, die Grafik sieht optisch geil aus. Wer braucht denn schon ein funktionierendes Gameplay? Ja, ich heul gerade ein bisschen viel. Aber ich glaube nicht, dass es die Konsole ist, die da diese Limitierung gibt. So nach dem Motto, ich kann die da hinten jetzt nicht wirklich erwischen. Ich mache da auch null Schaden dafür, dass es ein Scharfschussbogen ist, der auf Damage ausgehen soll.
Der hat gesessen. Ich weiß zwar nicht, warum ich den jetzt getroffen habe, aber... Ist aber viel los im Bild aktuell. Viel habe ich nicht, ne? Mir fehlen diese Maschinen-Muschis. Wenn ich den zu früh angreife, bin ich im Arsch. Dann wird er sauer und dann habe ich ein Problem. Ah, da wollte ich zu viel. Ich weiß halt nicht, wie viel Damage ich mache, wenn ich jetzt einen stillen Schlag reinfetze. Zwar höher gegriffen, aber warum? Kann man mal machen. Ja. Lief besser als gedacht. Ah, das war der falsche Bogen. Ich habe mich schon gewundert, warum zieht die denn so falsch. Ja, man merkt echt, dass mich das Spiel einfach nicht mehr reißt. Weiß gar nicht warum. Es war interessant, dass sie manche Aufheberanimationen nicht mehr haben. Aber es macht halt auch keinen Sinn, wenn alles, was die Tiere verlieren, nicht mehr irgendwelche Sachen sind, die man schnell aufheben kann. Sondern wenn es halt meistens schon irgendwelche Behälter sind. Wenn ein Sturmvogel kreist, muss ich den Himmel im Auge behalten. Das stimmt. Also die Ruinen von San Francisco. Eine ganze Stadt aus zerfallenden Türmen. Und irgendwo hier verschüttet liegt Theben. Ich hoffe, Alva und die Gwen helfen mir, es zu finden. Okay, sieht schon geil aus. Also wie gesagt, optisch macht das Spiel echt was her. Der ganze Kram, wenn halt das Gameplay stimmen würde, weißt du, das ist halt immer so, ja, schwierig. Ich glaube, den Part mache ich mal ein bisschen kürzer. Und sobald ich speichern kann.
habe auch mitbekommen, dass es irgendwo eine Cutscene geben soll, die fast eine halbe Stunde dauert, wo ich mir denke, what the fuck. So, mein Storch, aber ich brauche dich. Was ist das? Das ist ein Baum. Okay, Baumwurzel. Ich dachte schon. Lagerfeuer entdeckt. Das ist doch super. Und wo genau? Das ist in meinem Vorrat, wenn... Da hinten. Ist aber recht ruhig hier. Wundert mich, dass uns nicht 1 Million Milliarden Dinos auf den Weg gehauen haben. Naja. Gut, mache ich den Part heute mal kürzer, weil ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr. Also ich kann mich auch nicht dazu zwingen oder so. Ich weiß nicht, Horizon ist so eine Sache. Schwierig. Naja, hier. 21 Minuten, das reicht doch. Super. Macht's gut, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.